Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute möchte ich mal ein Video machen über meine aktuelle Freundschaftsliste. Klingt eigentlich ein bisschen sinnlos, ist es vielleicht auch, ich möchte trotzdem aber mal ein Video dazu machen. Dazu gehen wir erstmal hier auf die Freundschaftsliste und wir sehen, wir haben noch 56 offene Anfragen. Nach einer Zeit, wenn ihr die nicht annehmt, löschen die sich ja automatisch und sind dann weg. Neulich waren es so 120, dann plötzlich am nächsten Tag waren es nur noch 56, ohne dass ich was gemacht habe. Und ich habe ja mal ein Video gemacht mit meinem Freundschaftscode, habe gesagt, dass ich das jetzt immer so handeln werde. Am Sonntag werde ich jetzt immer aussortieren, werde immer prüfen, werde neue Leute annehmen, insofern ich Platz habe. Ihr seht, ich habe jetzt 189 Freunde, also 10 Leute könnte ich jetzt wieder annehmen. Ich gehe ja immer nur auf die 199, dass trotz voller Freundschaftsliste im Prinzip man noch Anfragen schicken kann. Dann hätte ich die 200 voll, würde immer die Meldung kommen, die Freundschaftsliste ist voll, du kannst keine Anfrage senden und so weiter. So könnt ihr trotzdem Anfragen senden, auch wenn ich die nicht annehmen kann, aber sobald ich 1, 2, 3, 4 Leute gelöscht habe, kann ich dann die Leute annehmen, die eben oben drinstehen, bei mittlerweile jetzt den 56 Leuten, die dastehen. Und ich will mal schauen, wer ist denn so drin, wen kennt man denn schon ein bisschen, nach was gehe ich jetzt immer. Sonst habe ich gedacht, ich nehme Leute an, wenn ich dann gesehen habe, die sind gerade mal Level 12 oder so oder Level 20, habe ich die direkt wieder rausgenommen. War aber ein Fehler, weil ich gemerkt habe, als ich es mal nicht so gemacht habe, ein Level 12er, der hat wirklich jeden Tag geschickt, jeden Tag geöffnet, der war wirklich aktiv, der wollte wo dran sein, kann ja sein, das ist ein zweiter Account von einem, der schon den Hauptaccount auf Level 1000 hat. Also muss man ja nicht sagen, wenn er Level 12 ist, dann ist das ein inaktiver Spieler. Andere, die sind Level 30 und das schon seit einem Jahr und da kommt einfach nichts, sind aber jeden Tag online. Das wäre natürlich eher ein Kandidat zum Aussortieren. Ich habe jetzt hier mal geordnet. Heute ist nämlich auch Sonntag. Am Sonntag habe ich das Video also aufgenommen, weil ich ja heute genau wieder aussortiert habe und noch weiterhin aussortieren werde und natürlich am Sonntag heute auch wieder Freundschaftsanfragen annehmen. Deswegen sage ich immer, wenn ihr in meine Liste kommen wollt, am besten schickt ihr am Sonntag eure Einladung. Wenn ich dann abends da sitze und aussortiert habe, sind die neuesten Freundschaftsanfragen bis oben und so habt ihr eigentlich gute Chancen, da reinzukommen. Ein ganz gutes Beispiel möchte ich euch jetzt mal hier zeigen. Freundschaftslevel nach Herz sortiert am wenigsten angefangen, wenn ich solche Leute also in der Liste habe, wie hier Mr. Bones. Ihr seht, der hat kein Geschenk geschickt. Ich kann ihm auch kein Geschenk schicken, weil ich ihm schon länger eins geschickt habe, er es aber nicht aufgemacht habe und er ist schon länger als 2 Tage nicht online. Das sind für mich eindeutig Leute, obwohl der Level 37 ist, die ich dann direkt aus der Freundschaftsliste entfernen kann. Deswegen mache ich es jetzt auch immer so, ich versuche jeden Tag wirklich diese 100, das Maximum 100 Geschenke zu verteilen und wenn ich jemandem mal keins schicken kann, nehme ich dasjenige von demjenigen an und wenn der am nächsten Tag immer noch nicht meins angenommen hat, von ihm auch nichts kommt und das so 2-3 Tage geht, dann weiß ich ja auch Bescheid, wie das ist. Meistens, wenn ich aber Geschenke verteilen möchte, gehe ich auf nach Namen sortiert, da geht es nämlich alles nach dem Alphabet. Wenn ihr nämlich nach Herzen sortiert, kann es sein, sobald ihr eins verschickt, rutscht der Name einfach hoch und dann überseht ihr vielleicht einen anderen, der noch dazwischen war oder ihr öffnet eins und das verrutscht auch in der Liste. Nach Alphabet sortiert, tut sich da aber nichts, wenn ihr Geschenke rausschickt oder annehmt. Ganz normal ist auch, dass hier immer dran steht, vor mehr als 2 Tagen. Das heißt nicht, die haben so lange nicht gespielt, sondern das Geschenk, was sie geschickt haben, ist schon so alt. Aber Lone Survivor ist sehr aktiv, schicke ich meistens ein Geschenk, er öffnet, also brauche ich seins nicht öffnen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, eine Aktion am Tag reicht. Manche, die öffnen ja, die schicken ein Geschenk, ich öffne das und die öffnen meins dann abends auch noch zusätzlich, was natürlich Verschwendung wäre. So gehe ich dann immer mal die Liste durch, wenn ich Leute habe, hier zum Beispiel den Max 6, der hat nichts geschickt, aber ich sehe ja, der war heute erst online, also der ist auf jeden Fall nicht inaktiv. Wenn längere Zeit von ihm jetzt nichts kommt und er meins auch nicht aufmacht, dann wäre das auch ein Kandidat, den man mal rausnehmen könnte, weil viele ab Stufe 3 machen dann gar nichts mehr. Wir gehen jetzt aber trotzdem, ne, wir bleiben bei
nach Namen sortiert und gucken mal die Liste durch, wer momentan aktuell auf der Liste drauf ist. Unknown, das ist ein Account, den habe ich vom typisch Andy übernommen, sein zweiter Account, mit dem bin ich ein bisschen am Leveln, dass ich da auch Best Friends erreiche. Lone Survivor sehe ich oft, schickt immer Aktivgeschenke. Koro Sensei ist auch bald bester Freund. Bei Max muss ich ein bisschen aufpassen, was da noch so geht. Frank, 72, aber wenigstens ein Geschenk da, genauso wie beim Crunchy. 34 Ice ist das ja, ist der zweite Account von der, Dings, ne? Wie heißt sie? Von der Liane. Die, weil es der zweite Account ist, ist ein bisschen inaktiv, da kommt ab und zu mal was, weil ich die aber kenne, lasse ich die erstmal noch drin. 7Tai 89 MC Audio, ihr seht, der hat mir eins geschickt, hat aber meins geöffnet. Ich werde dem heute, ich sammle nachher noch Geschenke, ich werde ihm heute auch eins schicken, was er dann hoffentlich morgen aufmacht und morgen auch ein blauer Kreis da ist. So steigert sich das natürlich schön bei ihm. Adi ist dabei, ein paar habe ich mir auch markiert hier wie Angel, weil der nächste, die nächste Interaktion würde zum Level-Up führen. Also warte ich natürlich bis zum C-Day und am C-Day mache ich dann sein Geschenk auf, dass wir da aufsteigen. Deswegen ganz wichtig, eben gerade bei Leuten, die ihr nicht erreicht oder nicht wisst, wer das ist, am besten immer zum C-Day die Level-Ups durchführen. Schilling hat das ja mal gut eingeführt mit dem Level-Aufstieg, dem C-Day Community Egg, wie auch immer, dass ihr da wartet, selbst wenn es noch 10, 20 Tage sind, dann levelt die anderen Leute hoch, dann schickt den anderen Leuten Geschenken und öffnet andere Leute, aber lasst die, wo nur noch ein Tag fehlt, erstmal drin und macht das alles an einem Tag. Ihr tut euch einen Gefallen, ihr tut dem Gegner einen Gefallen. Dann die Ivar Kids, Ivar Mild, Ivar Pikant Accounts, sind ja alles meine, Ivar Soft, auch alles dabei. Andrea, gute Frau, die hat mir mal ein Shiny getradet, was ich wirklich lange ewig gesucht habe und ihr war es egal, was sie dafür bekommt, deswegen gute Frau, fand ich immer noch richtig genial. Angelina Vio, der habe ich auch so viel zu verdanken, der besorgt immer Musik, dafür besorgt sie mir immer Shinies. Die hat also auch immer ordentlich mitgeholfen, die Sammlung zu vervollständigen. Angel, Annekind, Anja, Annika und Flo, mit denen ich in letzter Zeit ja die Raids auch häufig mache. Da passiert auch jeden Tag was, da fehlt auch nicht mehr viel. So beste Freunde, Attic, Audi Driver. Das ist lustig, ich hatte auch mal den BMW Driver in meiner Liste. Jetzt also einen Audi Driver dabei. Azur Blau, das dürfte wahrscheinlich jetzt auch nur noch ein Anstieg sein. Dann hier der Thomas Samaschke, Berli 2019. Bei dem geht es auch immer ordentlich voran. Auch schöne Grüße an ihn natürlich, Balsamicum, Banana im Pyjama, Barbaren-Tobi, den sehe ich auch häufig bei YouTube und er freut sich auch immer, wenn ich ihm noch ein Geschenk schicke. Dann der Ben, da bin ich gespannt, wenn wir Level 3 erreichen, der möchte mir nämlich noch ein Alola Slimer geben und ein zweites Mobile. Er kriegt dafür auch ein paar tolle Sachen, dann habe ich im Prinzip wirklich alle Shinies, die es momentan gibt, vollständig. Hier Benny, fehlt nicht mehr viel, Benz, glaub, da habe ich schon öfters jetzt gelesen, dass da nichts passiert ist. Bier Benny war auch neu in der Liste, schickt aber jeden Tag was. Bisa-Fan TV, wer kennt ihn nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Der Bufing dabei, Blacky 96. Ihr seht, vor mehr als 2 Tagen aktiv, hat kein Geschenk geschickt. Meins, was ich habe, hat er auch schon länger nicht aufgemacht. Das wäre dann auch so ein Kandidat, den ich einfach entfernen würde, um wieder Platz zu haben oben, um Leute anzunehmen. Das kann ich ja eigentlich jetzt mal machen. Ich gehe mal rein. Ich nehme jetzt einfach mal 10 Leute an. Wir haben nämlich hier der Pokéball vom L. Den nehmen wir an. 1. Gary Akani nehmen wir an. Super Schummler nehmen wir an. Jonas Singo nehmen wir an. Quiety Effekt nehmen wir an. Zacki Zacki. Ich zweifle schon an einem Namen, den nehmen wir auch an. Vielleicht haben wir jetzt 93, da gehen noch ein paar. Der Eike Hanschel hat etwa 2. Den nehmen wir auch noch an. Ritter A nehmen wir auch noch an. Daniel Vukajlovic nehmen wir auch an. HSV Ben, den nehmen wir auch an. 97. Noch 2 Leute können wir also annehmen. Nehmen wir noch den Noggle 16 und den Sinox X. So, ich gehe weiter meine Liste durch. Ihr seht, jetzt habe ich genau wieder die 199 eben an einem Sonntag. Deswegen schickt eure Anfragen immer an einem Sonntag. Dann ist sie immer aktuell.
Ich gehe meine Liste aber jetzt mal weiter durch. Wenn ich noch einen finde, den ich löschen kann, lösche ich den jetzt nicht. Sonst schiebt sich das wieder alles komplett bis nach oben. Ich mache das dann nach dem Video in Ruhe und nehme dann noch ein paar an, wenn ich Platz finde. Wie gesagt, den Benz im Auge behalten. Bob the Rob, auch Level 4, den sieht man öfters hier bei Raids. Bot or Not, den kenne ich persönlich. Der rennt immer mit uns zu den Community Days rum, ist leider ein zweiter Account. Und deswegen auch vor mehr als 2 Tagen, den lasse ich aber erstmal drin. Das sind so Ausnahmefälle. Brian OK 98, vor mehr als 2 Tagen, das wäre auch ein Kandidat, den ich dann rausschmeißen könnte. Der hat nämlich auch schon ewig nichts mehr gemacht. Und ich kam endlich dazu, mal sein Geschenk anzunehmen, um dann seinen Status zu sehen. Also ich habe immer gesagt, solange das Geschenk von euch da ist, seid ihr geschützt. Der ist bestimmt schon seit 10 Wochen nicht drin gewesen, ist aber geschützt gewesen, weil sein Geschenk war drauf. Jetzt habe ich es endlich mal geschafft, das anzunehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass er meins nie angenommen hat. Und jetzt steht natürlich da, weil das Geschenk nicht mehr im Weg ist, vor mehr als 2 Tagen. Also ziemlich inaktiver Spieler, könnte auch aus der Liste raus, um Platz für andere zu machen. Chargé, Chargé, Charisima, auch oft auf YouTube vertreten, die Christel, Krypto Saphir, nicht wundern, ich weiß Bescheid, richtig heftig, Account, habe ich auch gelesen jetzt, Leute, ich warte natürlich zum C-Day mit dem Öffnen, dann geht's aber richtig gut weiter, CSFU, CSFU, ja, ist das so, Daily Döner, dann sehen wir hier Daniel, der... Oh, aber auch schon lange nicht online, aber den haben wir ja, glaube ich, gerade erst neu in die Liste reingeholt. Den werden wir nachher etwas schicken und schauen, ob da was passiert. Was ist der überhaupt für ein Level? Level 31, gut, 30 war eigentlich das Minimum, was ich immer haben wollte, aber mittlerweile schaue ich ja nicht mehr so aufs Level, sondern nehme nur noch an, die Dani Sade, das Talk, LP, der Dawn, der Killer, der Pokéball vom L, District, Dom Melli, Dominik, Maru, GTR, Dr. Jekyll, Dulli Squad, Durikan, Ed, der Egon, der hat auch schon ewig nichts mehr geschickt, aber jetzt geht's wieder voran. Ein guter Homie nämlich vom Stefan Landei, El Grabatura, Elisa Huhn, Emil, sagen wir mal, Esmedics, Extreme, Farlaub, Fissel, Gary Akani, auch eben angenommen, steht jetzt da natürlich dabei. Gebirgs-Uhu, Gefa, Graf Zapdos, Gum Gamer Trizzy, Heuer 45, hier eine Coke. Den fand ich immer richtig genial wegen dem Namen, hier eine Coke. Leider steht er vor mehr als 2 Tagen, aber ich bin mir sicher, wenn ich dem ein Geschenk schicke, spätestens morgen ist es auf, müssen wir im Auge behalten. HSV Ben, Husky Eis, Iadran, Ibims 1 Wobby, Ice Storm, I'm the Darkness, Jaden Mal, Jakobs Pilger, Jana, Jan, Janis, J-Jo, J-O, Jenny Lee, Jense, Jonasingo, Jüeli, Kalsariken, Kanarienbird, Canvas, Katrin X, King TV, Kiro Hansi, Kleingeist, mit dem heute erst Mobile getauscht, Kreuzi, Landei 69, der muss natürlich dabei sein, der Laserlasse, Lava Bunny, Liam Hinte, Lift Up Raider, Lilian Rasur, Liquid Ghost, Lofi, Luisito, Lutinho, Servus, Moin, Moin, Servus heißt es, okay, Maena, Rettan, Martin X, Mäusekind, McGay, Manuel Omi, Mario Blitz, Master Slimmy, Matze Thun, Miau, Michael, Miley, Milk Girl, Mirko, Mitchell, Mr. Moonlord, MRMR, 80 sage ich nur, Marshall, Wolf, wenn ich da Vokale einsetze, Mystic Dragon, Nagelmon, Natsuki86, auch mehr als 2 Tage nicht aktiv. Muss ich mal gucken, ob ich da trotzdem ein Geschenk schicken kann. Nebels, Neldris, New Day Walker. Das finde ich auch besonders bescheiden immer, wenn die Leute ihren Status ausstellen, dass ihr nichts mehr sehen könnt. Denn ihr könnt nicht nur sehen, was sie als letztes für ein Pokémon gefangen haben. Ihr seht auch nicht mehr, wann die das letzte Mal online waren. Das ist natürlich dann richtig mies, wenn derjenige nichts schickt. Manchmal habe ich gesagt, ich kann jemandem nichts schicken, derjenige hat mir nichts geschickt, aber es steht da, dass er heute das letzte Mal online war. Dann weiß man, gut, er ist wenigstens aktiv, der ist ja wenigstens im Spiel und am nächsten Tag ist meistens ein Geschenk da. Wenn das aber so ist wie hier, steht kein heute, da steht nicht vor 2 Tagen, vor 10 Tagen, vor 3 Jahren. Da steht einfach nichts und das macht es natürlich schwer einzuschätzen, ist er jetzt aktiv oder nicht.
Die Namen müsste man sich dann auch merken, um zu schauen, ob da in nächster Zeit was kommt oder nicht. Nilo, Liam, Nilu, Noggle, Nochim, den haben wir ja verlost. Jetzt am Sonntag haben wir die Auslosung gemacht, beziehungsweise die rendert gerade hinter mir, die muss ich nachher noch hochladen. Das Video haue ich vielleicht am Montag raus oder so. Also am Montag und Sonntag gab es die Auslosung für den No-Gym-Account. Wer immer auch den bekommt, ist auf jeden Fall immer mit mir befreundet, da bleibe ich dabei. No-Name, Nordboy, Pausenmaus, Percy, Lisa, Farik, Funkamdukch, Pikachu-Maus, Pokefreak Red, Pokemone, Poketechno, Professor Pikachu, Push, Pushna, Quatschqueen, Quede, Quiet Effect, Raptorenkralle, Rasengrabler, Real Hellboy Bin, Ritterahn, Robby, Roll Zombie, Royal Knecht, auch guter Name, Sally Maus, Samin, Schlumpf, Schnuffi, Schocker, Sebastian, seine Frau, Selva, LP 2003 und LP YouTube, also Let's Play, denke ich mal. Silver und Milo, habe ich auch bei dem Gewinnspiel vorgelesen, den Kommentar. Silvi, Simi, Sinox, Sorgente. Bei Sorgente, ach nee, da kommen ja noch welche. Bei Sorgente ist es also auch so, vor mehr als zwei Tagen schaue ich mir an, ob ich ein Geschenk schicken kann. Spooky Swaggetti, Spoover Girl, 1984. Stoffschlampe, Stone Winnie, Super Sani, Super Schumler, TDK, BC Bundy, Team Rocket, AUX, Terror Ziggle, The One, The Zero of Time, Thunfrosch, Typ mit Huhn, ne, Typ mit Hut ABN, Uxufrumbel, Viruskiller, Veronica Mars, Victoria, Who Eats My Owei, Wockelschorsch, Pokemone, RSG, Tim, Sly, Typisch Andy, Nika, Ela, Iwelta, Zagi, Zaziki, da eben habe ich es noch davon gehabt, Sandra X und Zokomon. Das also alle 199 Freunde, die momentan bei mir in der Liste sind. Und da werde ich nachher also noch ein bisschen aussortieren. Hier sitzen noch zwei, drei Skorkler rum. Tipp mal drauf, vielleicht ist da noch ein Shiny dabei. Wenn ihr das Video also seht, müsste Montag sein. Und Montagabend, 22 Uhr, endet ja die Ultrawoche Teil 1. Und es geht weiter mit der Ultrawoche Teil 2. Die Oxys in den X-Raids, das braucht natürlich niemand. Wenn man X-Raids bisher, die Oxys in den 5er-Raids braucht natürlich niemand, wenn ihr bisher immer die X-Raids mitgemacht habt. Gleichzeitig aber die Kontinentalen als Shinies aus den 7er-Eiern. Darauf freue ich mich, da werde ich wieder ein bisschen brüten und gucken, ob ich da was bekomme. Das war es aber von meiner Seite aus. Das also als kleiner Beweis, dass ich wirklich regelmäßig die Freundschaftsliste aktualisiere, dass ich wirklich am Sonntag immer Leute annehme, dass ich am Sonntag immer Leute aussortiere, dass ich eben genauer auf Aktivität achte, solange wie ein Geschenk da ist, seid ihr sicher. Solange wie ihr ein Geschenk von mir aufnehmt, mache ich euer Set dann an dem Tag nicht auf. Solange habt ihr also noch einen Bonus, dass ihr einen Tag länger da verweilen könnt. Wenn aber wirklich seit mehr als zwei Tagen ihr nichts mehr im Account gemacht habt, auch nichts geschickt habt, nichts geöffnet habt, gar nichts, dann tut's mir leid, dann muss der Platz wieder weichen für Leute, die einfach mehr Bock auf das Game haben und hier mit mir befreundet sein wollen, über einen längeren Zeitraum das alles hochzuziehen. Ist ja nichts Persönliches, ist nur Business, wenn man es so nennen will. Das war's aber von meiner Seite aus. Der Akku ist nämlich gleich leer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.